Hallihallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu Dick or Die. Und ich habe... Wo steht meine Dingens eigentlich? Hier. Ich habe ein bisschen gefarmt zwischen der letzten Folge und dieser, damit wir das hier bauen können. Und ich habe so viel gefarmt, dass wir zwei Sprengstoff bauen können, denn sicher ist sicher, ne? Ihr habt das ja gesehen da oben, wie das da aussieht. Und beim Farmen ist mir noch was Schönes vor die Linse gekommen. Das macht die Sache ein bisschen einfacher. Und, ups. Da werden wir jetzt mal kurz hinflitzen, das zeige ich euch. Sollte ja so mit meiner Fortbewegung hier, mit meiner Fortbewegungsmethode hier recht schnell gehen. So, wir müssen wieder hoch hier. Ich speichere mal ganz kurz zwischen hier. Das mache ich jetzt öfters. Ich versuche es zumindest. Ich versuche dran zu denken. Warte mal. Das war knapp. Das war knapp. So, ach, hier drüben war das, genau. Wir müssen hoch zu den Kakteeninseln. So, einmal hier. So. Das wäre das. So, und jetzt... so, Moment. Ich muss mal ganz kurz hier dazwischen rein. So. Jetzt zeige ich euch, was ich gerade mal zwischendurch noch entdeckt habe. Ja, es war ja ein bisschen so ein Gefummel, da von unten ranzukommen. Und ich dachte auch, das wäre das absolute Map... Ich dachte auch, das wäre das absolute Map-Ende. Aber... Ich habe dann da gerade noch was feststellen müssen. Und ja, ich zeige es euch. Es kann sich nur noch um Minuten handeln. Oder auch um Stunden. Wer weiß. So, eigentlich müssten wir das gleich mal haben. Alter, hier gibt es so viele Kakteeninseln, das ist unglaublich. Dass wir hier noch hätten Gasgestein farmen können, da sind wir. So, hier, ihr seht schon, ich habe da ein bisschen was dran gepflanzt, ne? Und was seht ihr hier rechts auf der Map? Tatsächlich, ja. Das ist kein absolutes Map-Ende. Wir können hier einfach drauf. Wir kriegen hier sogar so komische Haare. Nennt sich, hier, Haarpflanze. Sieht aus wie riesige Haare. Und das hier haben wir ja schon ein bisschen abgebaut, den seltsamen Stein. Jetzt allerdings brauchen wir natürlich drei Stück hiervon. Und dazu, oh fuck, das Zeug wandert halt wieder so blöd umher, ne? Dazu müssen wir uns jetzt irgendwo einen guten Spot suchen und hoffen, da speichern wir gerade lieber mal nochmal. Das Problem ist nur, dass hier die ganze Zeit dieses Viehzeug wieder spawnt. Das geht ein bisschen auf den Sack. Wir müssen das ein bisschen timen hier. So, jetzt muss ich gucken hier. Wir probieren das mal. Ich hoffe, das klappt. Und komm. Ja, das reicht, Leute. Das reicht. Speichern. Warte mal. Herz. Nee, was? Seltsame Felshülle? Willst du mich verarschen? Du willst mich verarschen, oder? Das kann jetzt nicht sein, dass ich da allen Ernstes mich durchbuddeln muss, bis in die Mitte rein. Warte, das kann nicht sein. Was passiert? Pass auf, ich muss mal was testen. Was passiert, wenn ich das hier mache? Hau ab, du Drecksvieh. Jetzt muss ich doch gerade mal was testen hier. Nein. Alter, ihr könnt mich jetzt mal in Ruhe lassen hier. Okay, tatsächlich. Hau doch ab. Das macht mir mein... Ja, fuck. Und jetzt habe ich natürlich nur noch... Ah, warte mal. Ich habe noch Beton dabei. Oder? Hatte ich nicht noch Beton? Doch, hier. Ich habe leider nämlich kaum mehr Kompositmauern. Die wären natürlich besser gewesen. Alter, geh mir nicht auf den Sack. Doch echt.
Das ist unglaublich hier. Oh. Okay, wisst ihr was? Nein, 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 nein. Okay, nochmal neu laden. Kann das wirklich sein, dass ich mich hier zur Mitte durchbuddeln muss? Ist das allen Ernstes hier? Kann das wirklich sein? Das wäre ein bisschen arg scheiße, wäre das. Alter, die gehen mir so auf den Sack, die Viecher. Ich teste das nur mal kurz, ja. Ich hoffe, ich werde nicht gleich abkratzen. Aber ich werde wahrscheinlich abkratzen. Ich muss das nur wissen. Nein, allen Ernstes. Das ist tatsächlich so. Herz des seltsamen Steins, du willst mich doch verkackeiern. Die Frage ist, kriege ich das Material so oder kriege ich das nicht? Ich krieg's so. Okay, Leute, 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 Leute. Ich muss mich hier ganz schnell nach unten durchbuddeln. Oh fuck, hoffentlich klappt das. Hoffentlich komme ich jetzt nach unten durch. Ah, dammit. Oh, ist das knapp, Alter. Ist das hart, Leute. Ich muss hier durchkommen. Nein, nein, nein. Oh mein Gott, Leute. Ich bin gleich raus. Wir haben es gleich. Was tue ich hier eigentlich? Wir haben's. Komm. Wir haben's, Alter. Wir haben's. Allen Ernstes? Oh, warte mal. Oh, speichern. New Save. Egal, er speichert wieder irgendwas. Wir haben's. Wir haben's. Das nehme ich mit. Alter, nee. Wir haben's allen Ernstes gepackt. Wir haben's, Leute, wir haben's. Also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte ja schon, das wäre es irgendwie schon gewesen, wenn wir das hier kriegen. Aber das haben wir gar nicht gebraucht. Das heißt, ich habe umsonst jetzt die Scheiße gefarmt. Aber ganz ehrlich, das ist mir jetzt auch gerade völlig egal. Wir haben das Herz. Oder die Herzen. Jetzt werde ich kurz mal noch Folgendes machen. Das Wasser hier geht mir ein bisschen auf den Keks. Wir machen mal kurz Folgendes. Das nehmen wir mal kurz mit hier. Ich muss mal kurz das Wasser hier wegtun. Tier, würdest du abhauen? So, danke. So, wir brauchen eine ebene Fläche. Und, alter Schwede, wir haben es allen Ernstes gepackt. Willst du mich verarschen, hä? So, ich will jetzt nochmal kurz einen benennen. So, Rakete. Go. Also fast. Natürlich noch nicht, aber... Leck mich am Socken, du. Das ist echt, Moment. Wir setzen mal kurz noch hier den hier hin. So, hier hin bitte. Ich würde das gerne ziemlich nah hier dran lassen, dass auch dieser Tesla-Turm noch mitballern kann. Dann werde ich mir hier noch den Thorium-Dinger hinsetzen, den zweiten. Warte mal, ich habe doch noch Tesla-Spulen, genau. Braucht halt 3 Kilowatt, der Dreck. Das ist schon pervers. Werde ich mir dann noch... Ja, ist jetzt halt die Frage, ne? Ist halt echt die Frage. Pass auf, wir machen das anders. Wir machen uns... Ach, fuck, es wird Nacht. Oh. Es wird Nacht. Das habe ich jetzt nicht bedacht. So. Ich setze mal einen hier hin. So einen kleinen... Setze ich mal dann noch hier unten drunter. Ab in die Base.
Okay, wir ballern einfach mal so ein bisschen mit durch. Kann ja nicht schaden, ne? Alter Schwede, wir haben es, Leute. Jetzt müssen wir nur... ich will mich nur ordentlich vorbereiten, denn mir wurde ja so, ich sag mal, angedeutet, dass ich mich auf jeden Fall auf was gefasst machen kann. Und ja, ich sag's mal so, ich will nicht kläglich versagen. Ich will nicht kläglich versagen, wir werden das irgendwie hinkriegen. Ja, das ist absolut genial hier unten. Ich brauche ja auch eigentlich gar nicht mit draufballern. Also ich mache das einfach nur, dass es... ich mache das einfach nur so, weil ich es kann. Aha, guck mal, von rechts spawnt doch mal wieder was. So. Ich baller natürlich mit dem Scharfschützengewehr, dass das auch da runter reicht. Mit der Schrotflinte, ne? Das würde nicht reichen. Das läuft easy as fuck, Leute. Easy. Boah, okay. Das Vieh hat reingeballert. Ja, okay. Die Feuerameisen, also die Fliegeameisen, die sind schon recht fies, muss man sagen. Aber gut, ganz ehrlich. Wow. Ganz ehrlich, trotzdem läuft das hier ziemlich easy. Also wenn man mal bedenkt, was für Gegner wir haben, ne? Läuft das schon ziemlich easy. Puh, easy. Okay, wir brauchen Stromkabel. So. Hallo? So. Plus 10, minus 8. Alles klar, wir haben noch 2 Strom über. Wir setzen mal... Keine Ahnung, wir setzen das mal hier hin. Wir haben noch einen für hier. Setze ich mal hier hin. Ich habe keinen Plan, ob das so sinnvoll ist, was ich hier gerade tue. Ich hätte gern ehrlich gesagt mehr von den Tesla-Türmen, aber das Problem ist, die brauchen zu viel Strom. Die brauchen zu viel Strom. So, wir haben hier auf jeden Fall plus, wir haben 2 Strom noch über, also rein theoretisch könnte ich mir von unten, aber ich will hier die Base eigentlich nur nicht auseinandergrabbeln, das ist, da habe ich keine Lust drauf. Und ich habe halt aber auch nichts mehr, womit ich jetzt noch bauen könnte, ne? Ja, wisst ihr was, das muss reichen. Das muss irgendwie reichen. Okay. Leute, wir gehen das einfach, das brauchen wir. Ach, warte mal, ich muss ja das Ding hier noch bauen. Das habe ich hier ganz vergessen. Wo ist meine MK-Station hat es versägt. Die hat es allen Ernstes versägt. Wie gut, dass ich die eingesammelt habe. Du legst mich am Arsch. So, Raketenantrieb. Okay, Freunde der Nacht. Machen wir nochmal kurz einen Zwischensave hier. Ich pflanze das Ding direkt hier hin. Ich weiß nicht, ob das Sinn ist. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, das hier hin zu pflanzen. Aber hier haben wir zumindest die 2 Tesla-Türme, die 3 Dinger, die noch mitballern. Und wir haben Reparaturtürme in der Nähe. Ich habe keine Ahnung, ob das reicht. Ich habe echt keine Ahnung. Ich hoffe es einfach mal. So, auf jeden Fall. Wir brauchen erstmal dich hier. Ach so, so klein ist das. Das ist ja fast schon lächerlich klein, ne? Ich dachte, das wäre ein bisschen größer. So, das und das. Oh Leute, ich bin so gespannt, ey. Sollte es das wirklich gewesen sein, meine Freunde? Ich meine, gut, wir haben schon einige Folgen jetzt aufgenommen, aber ich glaube, wir nähern uns tatsächlich dem Ende. Oh shit. Es geht los. Okay. Oh fucking hell. Ach du Heilige. Okay, die reparieren das Ding. Ich sollte mich vielleicht ein bisschen wegbewegen hier. Ach du Heilige.
Oh mein Gott. Oh mein Gott. Gut, dass mir der. Oh mein Gott. Ich glaube, dass mir den Tesla-Turm war nicht. Das war kein. Oh. Ich glaube, das war kein Fehler. Ich hab. Ah, scheiße. Ich hätte mir vielleicht Heiltränke bauen sollen oder so. Eieieiei. Läuft das Ding noch weiter? 17. Es läuft. Okay, das wird wie eine ziemlich lange Nacht, habe ich so das Gefühl. Ach, du heilige Kacke. Ich hoffe, meine Base da drüben kommt zurecht mit den Tesla-Türmen. 27%. Ach du heilige Scheiße, Alter. Oh mein Gott. Oh Mann, ich verreck. Ich hätte mir echt noch Heiltränke bauen sollen. Also wenn wir sterben sollten, dann machen wir das. Dann gehe ich auf jeden Fall... Uah, nein, ich habe keinen... Warum? Nein, da war... Nein. Okay, warte mal. Das ist zu krass. Wir brauchen irgendwie Heiltränke, ne? So, pass auf, wir könnten uns Regenerationstränke machen. Einen einzigen. Fick doch die Hände, das gibt's ja gar nicht. Pass auf, ich muss kurz mal... Wir machen das gleich noch. Wir machen das gleich. Ich brauche Pflanzen irgendwo her. Ich muss Heiltränke bauen, Leute. Das geht nicht anders. Das ist zu krass. Das ist zu krass. Vor allem, bis das Scheißding sich aufgeladen hat. Alter Schwede, ey. Das dauert ja 100 Jahre. Gibt's denn hier überhaupt mal irgendwo Pflanzen? Ich glaube, ich werde wahnsinnig. Vielleicht sollte ich mir auch noch so einen Rüstungstrank oder so einen Scheiß bauen. Kein Plan. Wisst ihr was? Rein theoretisch, ich werde doch meine Base ein bisschen zerlegen. Denn rein theoretisch brauchen wir die Base aktuell so nicht, wie sie ist. Es gibt hier keine verkackten Pflanzen, ich werde wahnsinnig. Was tun sprach zu uns? Wir brauchen ein bisschen Heiltränke, Leute, sonst sind wir gebumst, sind wir da. Das ist, ja. Das könnte ein bisschen problematisch werden. Ich werde auch noch ein bisschen Kompositmauern bauen. Einfach um die Viecher ein bisschen aufzuhalten. Ja, hier gibt es halt echt keine Pflanzen. Okay, wir machen das jetzt folgendermaßen. Guck mal, hier zum Beispiel. Die brauchen wir hier alle nicht. Also jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Ich nehme das alles mit. Es tut mir leid für die Base hier, ja. Und die zwei Reparaturtürme, die können wir auch sehr gut gebrauchen. So. So, also. Moment. Wir bauen erstmal kurz ein paar Kompositmauern. Also erstmal, ich kann echt nur diesen scheiß Dinger hier bauen. Aber pass auf, wir können Rüstungstränke bauen. 1, 2. Präzisionstränke. Ja, 1, 2, 3. 3, 4, 5. Wir setzen uns die mal unten in die Leiste kurz rein. Wo sind denn die? Ach, hier oben, okay. Geschwindigkeitstrank haben wir auch noch. Ach so, einen Heiltrank haben wir ja noch. Na, wie schön ist das denn? So, Nummer 3. Dann machen wir Nummer 5. Nummer 6. Ist eigentlich meine Kampfdrohne aktiv? Natürlich nicht, ne? Laserdrohne. Hier. Wo ist die eigentlich? Warte mal. Wo sind die jetzt hin? Kampfdrohne. Was soll das? Ich glaube, meine Kampfdrohne hat es versägt. Können wir da eine neue bauen, mal geschwind? Pass auf, wir gucken mal kurz.
Einen Regenerationstrank werde ich mir dann noch bauen. Einfach, dass wir den schon mal haben noch. Was kann ich denn noch bauen hier an Tränken? Ich kann noch ein paar Rüstungstränke bauen. So, das müsste reichen eigentlich. Eine Kampfdrohne können wir natürlich nicht bauen. Warum ist diese verkackte Kampfdrohne weg?